Du könntest dir vorstellen, nach deinem Physikstudium in der Industrie zu arbeiten? Dann ist das Mentoring-Programm der DPG genau das Richtige für dich. In diesem Programm von PhysikerInnen für PhysikerInnen geht es um deine persönlichen Themen rund um den Berufseinstieg. Als Physikerin bin ich sehr breit aufgestellt, sowohl international als natürlich auch fachlich. Und mit dieser Kombination bin ich ins Mentoring-Programm reingegangen. Welcher Beruf passt zu deinen Stärken? Was für Besonderheiten gibt es in verschiedenen Branchen? Spreche mit MentorInnen und erfahre, wie du Familie und Beruf gemeinsam hinbekommst. Das Mentoring-Programm hat mir super gut gefallen. Ich habe jetzt über das Jahr eine tolle Mentoring-Beziehung mit meinem Mentor gehabt. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Und es war toll, über das Jahr hinweg meinen persönlichen Kompass zu schärfen, so dass ich jetzt ein viel besseres Verständnis dafür habe, was kann ich, was will ich und in welche Richtung soll es gehen. Schöpfe Selbstbewusstsein aus interessanten Begegnungen und lerne Perspektiven für deinen individuellen Lebenslauf. Auch wenn dieser nicht ganz dem Standard entspricht. Das Highlight für mich im Mentoring-Programm war eine Bewerbung bei der ESA als Astronaut, also wirklich der Griff nach den Sternen. Und im Mentoring-Programm lernte ich, wie ich meine Stärken erkenne und diese Stärken auf das Profil des Astronauten zuschreibe. Das Mentoring-Programm zeichnet sich durch eine 1-zu-1-Beziehung zwischen Mentee und Mentorin aus. In einem vertrauensvollen Miteinander könnt ihr auf eure persönlichen Bedürfnisse eingehen. Für das Zusammenstellen der Tandems trifft sich eine erfahrene Kommission, um die BewerberInnen einzuschätzen und den passenden Match zu finden. Dafür steht ein Pool aus über 500 MentorInnen zur Verfügung. Zum Auftakt jedes Jahrgangs treffen sich die Teilnehmenden an einem von 4 Standorten. Bad Honnef, im Physikzentrum, dem Hogwarts der Physik. Heidelberg, Stadt der Ruprecht-Karls-Universität. München, Heimat von LMU und TU. Berlin, direkt an der Museumsinsel im Magnushaus. Knüpfe zusätzlich ein Netzwerk, welches dich noch über viele Jahre begleiten und weiterbringen kann. Zusätzlich zu der Beziehung zu meinem eigenen Mentor war es super wichtig, auch eine Beziehung zu den anderen Mentoren aufzubauen und auch zu den anderen Mentees aufzubauen. Zu den anderen Mentoren, weil man einfach noch einen weiteren Blick zu anderen Branchen und zu anderen Lebensentwürfen kriegt. Und zu den anderen Mentees natürlich, weil die an einem ähnlichen Punkt im Leben stehen, ähnliche Fragen haben, ähnliche Antworten suchen. Zu den Treffen mit meiner eigenen Mentorin haben wir uns so mit 2 Tandems getroffen, die ganz andere Hintergründe hatten und ganz andere Anliegen. Und dadurch wurde der Erfahrungsaustausch wahnsinnig bereichert und der Ideenpool noch viel komplexer im positiven Sinne. Und das Gute, wir treffen uns heute noch. Die MentorInnen kommen aus unterschiedlichsten Branchen. Von Optikindustrie über Wissenschaftskommunikation bis zu NGOs. Diesen persönlichen Kompass, den wir am Anfang der Mentoring-Beziehung entwickelt, aufgebaut, verbessert haben, den kann man da natürlich benutzen, um so ein Matching durchzuführen zwischen dem, was ist möglich, was will ich und was kann ich überhaupt, um da dann eine Antwort zu finden, in welche Branche soll es gehen. Werde Teil des DPG-Mentoring-Programms und profitiere von dem ehrenamtlichen Engagement und der Erfahrung aller Mitwirkenden.